Hallo und willkommen zurück zum Winter, meine Freunde. Ich werde mal wieder meine Winterstiefel rausholen und meine Winterkapuze, die ist hinten irgendwo. Der Winter ist im Dorf, man kennt's. Hier ist meine Winterkapuze, raus damit. Und dann werde ich jetzt schnell die Sachen anziehen. Fellstiefel und die Kapuze, damit ich nicht wirklich friere. Und wir können halt immer noch nichts machen, ne? So, ich muss jetzt tatsächlich zum... Da, und jetzt ist das auch ein ungepflügtes Feld. Seht ihr das? Wir haben jetzt also zwei Felder, wo wir nichts mit machen können. Ich gucke jetzt einfach mal. Ne, vier war das, ne? Benötigt Dünger. Aber ich habe Dünger. Aber da gehe ich jetzt nicht dran. Ich gehe jetzt zu Elvin und dann gucken wir, was Elvin möchte. Beziehungsweise wir machen erstmal Feuer hier. Und kochen uns das Fleisch weg. Ich gucke mal, wo ich das ganze Fleisch jetzt reingepackt habe. Habe ich hier jetzt noch Fleisch drin? Hier ist Flachs drin, hier sind Pelze drin, Rundholz, Stock. Stöcke kann ich reinpacken. Steine packe ich auch mal rein. Federn packe ich rein. Hier sind zwei Fleisch, aber die brauche ich nicht, ne? Den Dingens packe ich rein. Pelze packe ich rein. So, denn wir gehen jetzt zu unserem Freund. Dann habe ich hier das Fleisch auf jeden Fall drin. Aber wir müssen uns jetzt angewöhnen, wirklich zu schauen, wo ich was habe. Hier habe ich wieder jede Menge Federn noch. Wir brauchen auf jeden Fall Brennmaterial jetzt erst. Wenn wir das mal schnell machen. So, zack und zack. Zwei sollten reichen für Brennmaterial. Craften Brennmaterial. So, 8 Stück reicht doch, oder? So, dann machen wir hier unser Lagerfeuer hin. Ne. Große Lagerfeuer. Zack, dahin. Haben wir schon wieder keine Fackel mehr? Ist unsere Fackel auch schon wieder kaputt? Auch schon wieder doof. Was brauchen wir? Stöcke und Stroh. Stroh müsste ich haben. 10 Stroh. Gib mir mal 10 Stroh. Akzeptieren. So, warte mal. Pelz nehme ich mal mit. Akzeptieren und den Faden nehme ich mal mit. Ich guck mal, ob... Oh, guck mal, hier hätten wir noch Brennholz gehabt. Ich guck mal, ob ich einen Pelz machen kann. Und den können wir dann für 300 verkaufen. Dann haben wir wenigstens wieder ein bisschen Gold, ne? Im Frühjahr können wir denn Zwiebeln aussehen. So, jetzt müsste ich doch eigentlich eine Fackel machen können, oder? Wo waren die? Zack, hier. Da, eine Fackel machen wir. Sehr schön. Dann einmal hier an. Kurz kochen. Ich hab's immer noch nicht gelernt. So, 20 Stücke Fleisch braten.
So, wir müssen auch in die Stadt nach Alvin, mal gucken, was der so will. So, gleich ist unser Fleisch durch. So, Dankeschön dafür. Freigeschaltet Schmiede. Oh, jetzt kriegen wir aber auch alles auf Mal. Aber ich würde nichtsdestotrotz jetzt erstmal gucken, was mein Freund der Elvin möchte. Aber bevor wir das machen, kloppe ich hier noch einen Baum kaputt. Ich habe auch hinten die Federn liegen lassen, fällt mir gerade mal auf. Fällt mir jetzt gerade ein. Wo sind die Federn? Da sind sie hingefallen. Zack. Machen wir uns nämlich ein paar Speere, ne? Weil ich glaube, der will mit uns auf Jagd gehen und, ihr kennt unser Glück, ne? Machen wir hier die drei Speere. Komm, machen wir uns noch einen. Was wir haben, das haben wir. Okay. So. Sollten wir wieder Speere genug haben. 4, 5, 6. Ja, reicht. Wir müssen noch mehr mit dem Bogen schießen, ist mir auch bewusst. Aber der ist jetzt auch bald kaputt, ne? Der Bogen. Laufen wir schnell in die Stadt und schauen, was er jetzt hier für eine Quest mit uns hat. Also ganz ehrlich, jetzt mal mein Fazit so nach 10, 12 Stunden, schätze ich mal. Ich finde, dass Quest-System nicht schlecht in dem Spiel, aber ich finde, das wirkt so ein bisschen als Platzhalter, beziehungsweise nicht Platzhalter ist das falsche Wort, zum Brücken oder zum Ziehen des Spielinhalts, ne? Also, was einem auch noch nicht erklärt wird, ist, dass man wirklich nur bauen sollte, wenn die Aufforderung kommt. Weil jetzt können wir wieder eine Schmiede bauen, aber wir haben unser Limit erreicht. Ich brauche dringend ein Haus, damit die Leute einziehen bei uns, ne? So, jetzt gucken wir erstmal. Hier ist Malvina. Hey, hast du einen Moment Zeit? Ich habe einen Moment für nutzlose Gespräche. Ich möchte mit dir reden. Ah, okay, die ist noch sauer auf uns. Samboja. Okay, die wollen alle nicht reden mit mir. Dann gehen wir zu unserem Freund Elvin. Will er jetzt doch wieder Bauer sein? Was ist jetzt seine Mission hier? Oh ne, der hat den Bogen in der Hand, oder? Hallo. Ach, hallo, sagt er ja. Oh, ich kann etwas Feuer in diesen Augen sehen. Worüber denkst du so intensiv nach? Wir können eine Zielscheibe fürs Bogenschießen bauen. Willst du dabei helfen? Sicher. Ich werde diese Frage ignorieren. Ich kann uns ohne Probleme Stroh besorgen, aber wir könnten auch ein paar Holzscheitel und einen Hammer verwenden, um es zu bauen. Mehr brauchst du nicht zu sagen. Ich komme mit dem Rest zurück. Okay. Also, was sollen wir? 5 Rundholz sollen wir holen und einen hölzernen Hammer. So, wo sind die Federn? Sehe ich nicht. Eins, zwei, drei, vier.
Und dann werden wir hier jetzt noch einen nehmen. Komm, zerbrich schon mal. Sehr gut, dann nehmen wir hier noch so einen kleinen. Zack, jetzt habe ich 5 Rundhölzer. Und Federn, auch wieder Federnzeige oder wie? Ja, scheint so. Jetzt, Alvin, jetzt lauf nicht 400 Kilometer weg. Ich habe alle Sachen, die wir brauchen. Ich hoffe, du hast das Stroh mit. Guck mal, der Junge ist auf dem Feld am Arbeiten. So, zack. So, ich kenne einen guten Ort, um es zu bauen. Folg mir. Ja, klar. Jetzt laufen noch 400 Kilometer. Dann werden wir noch überfallen und alles. Habe ich das jetzt abgegeben? Ich glaube, ich habe es abgegeben, ne? Ich habe auch einen Bogen hier, ne? Mein Freund. Guck mal, die haben 3 Felder fürs Dorf, ne? Boah, die müssen wir auch noch bauen, die Felder. Aber nicht im Dorf. Sondern etwas weiter demnächst. Und auch außerhalb. Ne, die haben 4 Felder. Okay. Wenn man an so einer Bogenscheibe natürlich... Ruhe. Ich habe einen Bogen in der Hand. Wenn man da eigentlich seine Fähigkeiten trainieren kann, das wäre auch nicht schlecht, ne? Aber eigentlich habe ich dafür gar keine Zeit, Mann. Ey, wo will er denn hin? Ja, dann gehe ich mal eben in der Zeit was trinken, ne? So. Hier ist der perfekte Ort. Was denkst du? Ja, ich ein recht guter Ort. Wie geht es weiter? Als nächstes werde ich das Schießen üben. Wenn du Zeit hast, kannst du mir zeigen, wie du es machst. Du bist definitiv besser darin. Ende des Dialogs. Ja, pass auf. Sprich mit Alvin. Okay. In Ordnung, mein Lehrling. Ich sehe zu und lerne. Ich denke, 20 Meter vom Ziel sollten genug sein, mein Meister. Gut. Erreiche 20 Punkte. Ja, wie keine Pfeile mehr. Ich habe doch Pfeile ohne Ende. Steinpfeile ausrüsten. So. Genauigkeit 82%. Ich muss höher zielen, ne? Genauigkeit 100%. Okay. Wieder 100%. Ich verballer meine ganzen scheiß Pfeile. Aber warte mal, hat er nicht gesagt 20 Meter? So. 19,9. Ernsthaft? Jetzt habe ich keine Ausdauer.
Warte mal. Wie viele Pfeile muss ich denn verballern? Wir haben jetzt 14,5 und 16,5. Prozent. 81%. Jetzt sind wir wieder 13,5. Hä, wartet mal, Journey. Alvins Geschichte. Erreiche die Mitte des Ziels aus 20 Meter. Alter. Oh, das mit der Ausdauer, das nervt. So, 100%. Aha, okay. Und so wird es gemacht. Ja. Wenn du nur so bescheiden wärst, wie du sorgfältig bist. Ich kann nicht beides sein. Es gibt noch viel zu lernen. In einiger Zeit, nachdem ich mehr geübt habe, werden wir Bogenschießturnier organisieren. Abgemacht. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. So toll. Und was habe ich jetzt dafür bekommen? Nix, oder? Ja, super. Hab meine Pfeile jetzt verballert für den Mist hier, oder wie? Na gut, toll. Haben wir unsere Zeit vertrödelt? Kohle haben wir auch keine mehr. Die Leute sind auf dem Feld. Dann werden wir jetzt bei uns ein bisschen noch im Lager tun. Beziehungsweise hier haben wir... Onigos nochmal anhauen wegen Lachs. Wo ist er? Boah, die Ausdauer, ne? Das ist so nervig. Da ist Onigos. Zeig mir mal eben deine Ware nochmal. Da hast du nochmal Flaxheim. Ich brauche mal 5 Stück. Weil 5 habe ich, glaube ich, zu Hause. Ne? 1, 2. Ne, warte mal. F. So, 5 Stück. Wir haben bald an dem alles verkauft hier. 5 müsste ich zu Hause haben und 5 habe ich jetzt. Und ich habe nur noch 17 Gold, ne? Also es wird jetzt echt eng. So, Schilf sammeln. Das nehme ich auf jeden Fall auch mit. Weil das brauchen wir ja auch mal immer mal wieder für unsere Fackel, ne? Wasser. So, was wir auf jeden Fall brauchen, ist jetzt ein Haus. Also dann müssen wir vielleicht jetzt ein Produktionsgebäude abreißen, aber wir brauchen ein Haus. Da geht es jetzt nicht drum herum, damit die Leute endlich in unsere Siedlung einziehen können, ne? Das geht so nicht. Damn it.
Sollen wir da 3 Tage Winter und können nichts machen? Gar nichts, ne? Wobei die Schmiede, können wir die Schmiede eigentlich? Wartet mal. Gebäude, Ressourcen, ne? Holzschuppen. Speicher. Nee, das war das nicht der Speicher. Crafting. Da, Schmiede können wir schon bauen, ne? Können auch eine Taverne schon bauen, auch schon. Aber wir brauchen jetzt erstmal ein Holz. Ist das denn tatsächlich noch so, dass man Gebäudelimit hat oder was? Wartet mal. Nee, ich kann ein Haus bauen. Okay, ich kann ein Haus bauen. Das ist... Oh, das Gebäudelimit ist ja weg. Aber ich habe jetzt hier den Flachs geholt. Wo war das hier? Flachshalm. Und ich hatte noch mal irgendwo Flachshalm. Mal gucken, ob wir damit jetzt spinnen können. Stroh, das Stroh packe ich hier rein. Wo haben wir es? Da. Zack, rein damit. Wo habe ich den Flachshalm hingepackt? Wo habe ich den Flachshalm reingepackt? Hier haben wir so. Zack. So, mal gucken, ob wir jetzt damit was machen können. Das wäre ja übelst cool. Und wir können was machen. So, dann gucken wir mal. Oh, war jetzt nicht viel, ne? Was haben wir bekommen? Jetzt wahrscheinlich einen Faden nur dafür, ne? Wo ist denn der jetzt? Ja, wie komme ich jetzt hier raus? Ich hänge irgendwie in der Animation drin. Hallo, ich hänge in der Animation fest. Wie komme ich jetzt hier raus? Reagiert nicht darauf. Da, Leinenfaden 2 haben wir jetzt. Aber ich häng in der Animation fest. Hallo. Da seht ihr hier, ich häng hier fest. Verlassen. Ich kann nicht verlassen. Crafting, wenn ich was anderes craften will, kann ich auch nicht. Ah, jetzt geht's raus. Okay. Jetzt bin ich raus. Sehr gut. Also, wir konnten was machen. Jetzt schaue ich mal eben, ob ich... Jetzt nehme ich mal ein paar Pelze. Mal 5 Stück einfach. Und jetzt gucke ich mal, ob ich so einen Umhang machen kann. Ne? Kragen und Kapuzen. Wo waren das? Wir haben doch hier so ein Ding gekauft, ne? Hatten wir nicht irgendwo so einen Scheiß gekauft? Nee. Ich könnte schwören, dass wir hier so ein Rezept gekauft haben. Hä, wir haben doch hier so ein Ding gekauft. Wartet mal. Technologie. Hier, erworben, Pelzumhang. Einfacher Pelzumhang. Kann in der Näherei gecraftet werden. Ja, aber welche Näherei? Warte mal. Welche Näherei denn?
In der ersten hier kann ich die auf jeden Fall nicht machen. Ne. Aber viermal Leder, dann könnte ich mir eine Trinkflasche machen. Das wäre auch mal eine Maßnahme, ne? Die müssten wir noch haben. Komisch. Also das hätte ich jetzt... hier haben wir nur... Ich muss mir angewöhnen, Essen zu lagern in dem Vorratsdings. Leder. Viermal. Zack. Dann nähe ich mir da jetzt so eine... Oder so ein richtiger Beutel für Samen, ne? Na, hier war das ja gar nicht. Hier war das. Hier, Trinkschlauch. Zack. Dann machen wir den einmal. Und wie befülle ich den jetzt? Den Trinkschlauch, den lege ich mir auf die 7. Oh, da habe ich halt schon was drin. Ne. Ja, warte mal, trinken. Ha, cool. Aber ich möchte so Wasser trinken erst. Hätten wir das schon mal geklärt, dann brauchen wir jetzt keine Angst haben, dass wir mehr verdursten zwischendurch. Was ich ein bisschen komisch finde, aber okay. Dann können wir jetzt noch ein zweites Haus bauen, wo die Leute einziehen können. Das werden wir mal hier vorsetzen irgendwie, ne? Dann werden wir den Baum mal hier wegknallen. Federn? Ja. Federn sind Federn, die braucht man. Eins, zwei, drei, vier. Wie viel brauchte ich für ein Haus? Ein einfaches? Sechs, okay. Habe ich noch irgendwo Rundholz? Nee. Eins und da noch mal eins, okay. So, wo setzen wir denn unser zweites Häuschen hin? Ich würde sagen, direkt neben unseres da oben, ne? Craft, Gebäude, normales Haus, ein kleines Haus. Sehr gut. Ja, ich würde schon direkt neben meinem setzen. So passt es doch. Sehr gut. Dann haben wir jetzt hier ein zweites Haus in unserem Dorf. Nur natürlich keine Zäune, ne? Bauhammer raus. Hallo, mein Bauhammer. Wo ist mein Bauhammer? Habe ich dem den Dingens gegeben? Ernsthaft, jetzt muss ich mir einen Bauhammer craften. Dazu brauche ich mal wieder ein Rundholz. Zum Glück liegen die noch hier. Und Federn liegen hier. Ein Rundholz, sehr gut. So, dann craft einen neuen Bauhammer. Zack. 5. Und mal ab dafür. Damit wir jetzt hier Leute in unser Dorf reinbekommen, ne?
So, ich muss noch ein paar Dings sammeln. Ein paar Stöcke. Komm, Stöcklein, Stöcklein an der Wand. Wer ist der schönste Stock im ganzen Land? So, haben wir das hier auch jetzt gleich schon erledigt. Dort sollten auch aber genug Stöcke sein, oder? So. Okay, da brauchen wir nur Rundholz und Stroh, ne? Was ist eigentlich eben mit Edith? Oh, guck mal, da kann man Türen und Wände versetzen und so, ne? Okay, gut zu wissen, dass man Häuser auch umbauen kann. Dann braucht man die nicht so wirklich abreißen. Also ich kann die Türen und Eingänge versetzen. So, ich brauche Stroh. Viel Stroh. Wo habe ich das Stroh drinne? Habe ich hier das Stroh jetzt drinnen? Nee, ne? Das habe ich jetzt mal wieder ganz woanders. Ich weiß gar nicht, wo ich es hingepackt habe. Stroh? Hier ist Stroh. Aber nur 4. Warum habe ich hier nur so wenig Stroh? Aber die Federn kann ich hier mal wieder ablassen. Alle weg. So. Rundhölzer 2 nehme ich auch mal mit. Stöcke lasse ich mal noch. Was habe ich hier drin? Stroh. Zack, nehme ich mit. Dach muss drauf. Bauhammer raus. Und dann das Dachzimmer hier. Ich stehe hier mit einer Fackel und irgendwann brennt uns hier die Hütte weg. Pass mal auf. Das Doofe ist, wir müssen die irgendwann mal alle wieder upgraden, ne? Ja, ist ja gut. Beruhig dich. Erhol dich. Entspann dich. So, jetzt brauche ich 1. Ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Rundhölzer. Aber da liegen ja zum Glück noch, da liegen auf jeden Fall noch welche. Einmal. So, noch mehr Rundhölzer. Da hinten liegen noch welche. Und Federn liegen da jede Menge. Hör mal auf, dich aufzuregen und zu stöhnen. Ich habe hier noch irgendwas gesehen. Wartet mal, da hier. Federn. Meine Fackel brennt schon wieder so runter, ne? Ist das nicht schlimm? So. So, den Rest bauen wir morgen zu Ende. Ich bin nämlich müde. Ich gehe jetzt pennen. Bis dahin würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Tschüss, ciao und bye bye.